der TSG Nordschleswig gegen Hertha bei Zehlendorf. Ergebnis ist bekannt, die TSG verliert zu Hause mit 4:2. Aus Sicht der TSG eigentlich schon im Vorfeld des Ganzen ein relativ schwarzer Tag, mit vielen Verletzten, dann noch wieder eine schwere Verletzung im Spiel. Gut, das müssen wir jetzt verkraften, und wie das Ganze hier heute Nachmittag abgelaufen ist, werden wir uns die Trainer darlegen. Und wir beginnen mit unseren Gästen, mit Fabian Gerz, bitteschön. Ja, wir hatten ja wieder auch ein paar schwarze Männer. Zwei Leute haben kurzfristig, zwei Schauspieler krank abgesagt die letzten zwei Tage. Haben noch einen Verletzten im Training am Freitag. Also können wir es ein bisschen nachvollziehen. Ansonsten, ja, haben wir eigentlich einen großen Respekt auch für der Spielweise von der TSG. Da sind viel Tempo und sehr mutig auch hochstehen. Aber ich denke, wir haben uns gut darauf vorbereitet, haben es gut umgesetzt auf die Wolken. Und ich denke auch am Ende auch verliehen worden. Ja, kurz und knapp. Das war sicherlich auch auf den Rängen zu sehen. Was sind Ihre Ansätze für die TSG? Ja, als erstes sollten wir nochmal Glückwunsch an den Gast und an den Trainer. Ich denke auch, hinten raus, wie das Spiel dann bei mir aufgenommen hat, ist für die Hinteren. War am Anfang ein sehr offenes Spiel. Ich glaube, in den ersten 3-4 Ecken. Da machen wir das 1-0 und bei mir war die Wahrnehmung nach der 100%igen Torschance, die war nicht so 2-0 machen, war wie so ein Knack, ja, wie so ein Knackpunkt, wo dann der Gegner auf einmal Überzeugung seiner Stärke bekommen hat und wir so ein bisschen auch an uns gezweifelt haben. Ich war halt schon ein Schlag und ja, für uns ist es ein sehr bitteres Ergebnis, ein gebrauchter Tag und wir müssen jetzt weiter positiv bleiben, das versuchen abzuschütteln und natürlich hat jede Mannschaft momentan Verletzungsprobleme, wir auch, und müssen wir auch trotzdem noch mal gucken und mit den Jungs, die uns zur Verfügung stehen, arbeiten. Ja, und ich denke, das sind wir auf einem guten Weg und heute war leider Gottes aufgrund des Spielverlaufs hinten raus nicht mehr werfen, was wir in diesem Sinne sein entscheiden sollten. Ja, und noch das Beste draus, denke ich. Und dann alles Gute in der Liga, danke Heimfahrt. Für die TSG geht es in der nächsten Woche bereits am Samstag nach Rostock FC. Ich glaube, wir haben unter der Woche eine ganze Menge aufzuarbeiten, vieles gerade zu biegen und hoffen auch noch auf Genesung. Euch auch noch einen schönen Sonntag.